Ja, was ist denn da los? Sagt der DJ Nick und ich freue mich, dass du wieder mit dabei seid. Workers and Resources. Ich habe mir immer vorgenommen, jetzt, wenn wir hineinstarten in eine neue Folge, dass wir immer einen kurzen Überblick uns schaffen, was wir denn, naja, geschaffen haben zu diesem Zeitpunkt, dass man das immer sieht. Ich finde das immer so schade, dass wir reingehen und gleich loswuseln und so weiter, aber es ist doch auch mal schön zu schauen, was hat man denn alles geschafft, vielleicht mal einen kurzen Blick auf die Karte zu werfen. Also hier sehen wir schon mal unsere schönen Bauten. Das heißt, also wir haben noch wahnsinnig viel Platz, haben noch wahnsinnig viel Platz und deswegen, ja, dachte ich, das ist doch immer, wenn man ein paar Sekunden darauf verwendet, dass man sich das alles einmal anschaut, ist doch das immer ganz nett. Wir sind hier noch lange nicht fertig in unserem Kohlerevier Köln. Nein, hier kommt natürlich noch unser Kohlekraftwerk her, wo wir den Strom erstellen. Dann müssen wir alles noch mit Wasser- und Abwasserrohren verbinden. Ja. Man sieht es hier, also Gebäude hat kein Trinkwasser. Überall, wo Leute arbeiten, hier auch, brauchen wir natürlich Trinkwasser. Ganz klar, die Leute müssen ja irgendwas trinken können. Und natürlich dann auch, wo Leute arbeiten, brauchen wir natürlich auch Abwasser. Auch das werden wir hier noch herbauen irgendwie. Das kommt hier dazu zuallererst. Aber wie das, und dann müssen wir hier noch irgendwie, habe ich mir das mal vorgestellt, das habe ich ja neulich schon gesagt, dass wir hier dann irgendwie die Kläranlagen herstellen und das dann in den Fluss ableiten können. Jetzt zuerst aber mal, werden wir uns mal die Stadt kurz anschauen und jetzt also die ersten Planungen machen, wo wir denn unsere Stadt und Zentrale hinstellen. Also hier ungefähr haben wir das vorgestellt, dass so die Stadtmitte entsteht, die Zentrale. Da müssen wir ja verschiedene Dinge bauen, damit die Leute das relativ gut erreichen. Und außenrum dann so in diesem Bereich hier dann vielleicht ein paar Wohnhäuser. Weiß ja nicht, wie viel das wir brauchen. Ziemlich viel, weil hier oben brauchen wir schon alleine knapp 500 Arbeiter. Und dann brauchen wir natürlich auch Arbeiter für die Sachen, die wir in der Stadt bauen. Also da werden wir schon einige Häuser bauen müssen. Ja, aber das ist ja auch spannend und das macht es ja auch witzig. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, über diese, weiß ich, einige haben das vielleicht mitgekriegt. Man hat beim letzten Patch auch ein bisschen was geändert in dem beim Wegebauen. Und man kann irgendwie nicht mehr Wege so bauen, wie ich mit das vorstelle, okay, jetzt geht's wieder, ich weiß nicht, da gibt es irgendeine Tasteneinstellung, wo dann diese Wege nicht so frei gestaltbar sind. Ich wollte jetzt hier einfach nur nochmal rein der Optik wegen, hier nochmal so einen schönen Fußweg um die Kirche bauen, das finde ich immer recht spannend. So, und dann schaut es einfach alles ein bisschen, ja, so ein bisschen Schönbau, muss schon sein. Ne? Also muss jetzt nicht der Wahnsinn sein, aber so ein bisschen Schönbau, denke ich, muss schon sein. Und da haben wir uns jetzt die richtige Seite ausgewählt, weil anscheinend gibt es nur hier einen Fußgängerausgang. Und dann bauen wir vielleicht hier jetzt auch noch was rüber. Ja, wunderbar. Dann schaut doch das schon recht toll aus. Gut, also unsere Städte. Wir brauchen, was brauchen wir alles? Wir brauchen einen Bahnhof, logischerweise. Der sollte relativ zentral stehen, weil wir ja da oben hinfahren müssen. Also vielleicht hier, wenn wir hier so abbiegen, hier runter, so hier vielleicht den Bahnhof. Wir brauchen eine, das möchte ich auf alle Fälle, auch wenn wir sie noch nicht gleich brauchen, eine zentrale Busstation. Ja, das ist auch ganz wichtig. Wir brauchen natürlich einen Kindergarten, wir brauchen eine Schule. Und auch das muss alles relativ zentral stehen. Wir brauchen ein Einkaufszentrum. Also würde ich jetzt sagen, wir legen jetzt einmal los und ziehen jetzt erstmal uns ein bisschen die Hilfsstraßen. Ich weiß schon, Gitternetz ist für die meisten nicht immer so der Brüller. Ich finde es super, weil man einfach, ja, dieses organische Bauen ist zwar auch toll, das werden wir auch noch machen, wenn wir hier zum Beispiel einen Fluss entlang bauen, werden wir ein bisschen organischer bauen. Ansonsten in der Stadtmitte, glaube ich, tun wir uns mehr einen Gefallen, wenn wir tatsächlich eher die Gitternetzlinien bauen und jetzt ein bisschen Stringgitter das anlegen. Das, glaube ich, gefällt mir insgesamt auch besser. Tankstelle brauchen wir übrigens auch, weil ich es jetzt gerade gesehen habe. Also, fangen wir mal an. Was brauchen wir denn alles in der Stadt? Später kümmern wir uns dann wieder hier oben rum. Wir brauchen auf alle Fälle, und das relativ zentral, hätte ich jetzt mal gesagt, fangen wir an mit einer Bushaltestelle. Die brauchen wir vielleicht noch nicht gleich, aber wir brauchen sie mit Sicherheit irgendwann einmal später. Wenn wir irgendwo hinfahren wollen, noch hier irgendwo ins Gebiet oder sonst irgendwie, dann denke ich, ist es clever, eine Busstation anzulegen. Und könnte man jetzt mal, so, jetzt schauen wir mal erst, wo haben wir denn die Wohngebiete, kommen wir jetzt gleich dran.
Infrastruktur, genau, da haben wir zum Beispiel eben Krankenhaus, müssen wir auch noch bauen, Waisenhaus brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht, Schule und Kindergarten brauchen wir. Vielleicht fangen wir mal mit Schule und Kindergarten an, das ist ja in der Nähe der Kirche immer ganz okay. Und da habe ich mir mal einen Mod runtergeladen, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Kindergarten, da habe ich mir nämlich einen wunderschönen Kindergarten runtergeladen, der vor allen Dingen wesentlich mehr Leute oder wesentlich mehr Kinder aufnehmen kann, und dann haben wir da nicht so Schwierigkeiten, und es reicht erstmal ein Kindergarten. So, jetzt schauen wir mal, wie stellen wir den da hin? Am besten vielleicht so, da steht er doch schon mal recht gut. Dass wir hier oder vielleicht sogar gegenüber von der, schauen wir mal. Ja, machen wir, stellen wir da her. Machen wir da her. Genau. Schauen wir mal, dass er schön gerade steht. Wisst ihr es ja? Ja, schön Bau vom Feinsten. Gegenüber von der Kirche ist dann der Kindergarten. Genau. Und dann bauen wir natürlich Schule auch gleich her. Ich glaube, Schule habe ich mir, glaube ich, keine runtergeladen. Näher Schule habe ich mir keine runtergeladen. Da gab es eigentlich eine ganz coole Schule. Ah, da gibt es auch 540 Kinder. Oh, das ist aber eine große Schule. Nehmen wir die mittlere. Das ist, glaube ich, ganz okay. Genau. Gibt es einen Kindergarten? Ach, Kindergarten gibt es mittlerweile auch einen großen. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. 270. Und wie viel kann eigentlich unser aufnehmen? Moment einmal. Steht hier leider nicht. Ja, jetzt haben wir den. Passt schon, ist auch groß. Aber Schule, das wusste ich jetzt gar nicht, das ist neu, dass es da größere gibt. Und dann schauen wir mal, ich würde sagen, Schule stellen wir natürlich hierher. Wo ist denn da der Straßenzugang? Hier gibt es keinen Straßenzugang. Da kann man nicht hinfahren zur Schule, das ist natürlich ein Schwachsinn, weil da muss ja auch die Feuerwehr irgendwie hinkommen. Okay, lass ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber hier ist es ganz okay. Schau jetzt gerade mal, wenn wir hier den Gehweg da oben wegbauen, dann können wir den gleich mit dem Kindergarten anschließen. Ja, wunderbar. Lassen wir es mal bauen, die zwei Sachen. Und bauen wir mal gleich unsere Wege. Hier können wir doch einen super Weg hierher bauen. Genau, dann hier den Kindergarten anschließen. Hier bauen wir einen Weg runter. Hier bauen wir die Wege baue ich meistens auch immer gleich, damit das so, damit die Leute auch, hier zum Beispiel baut er wieder nur, hat er wieder so einen blöden Ankerpunkt. So. Oh, ich denke, ein Weg reicht hier. Und dann könnte man vielleicht sogar, weil es auch cool ausschaut, bauen wir hier halt in der Mitte, genau, bauen wir auch noch einen her. So, sehr schön. Wunderbar. Gitternetz mache ich zwischendrin immer wieder mal aus. Sehr gut, dann haben wir hier schon mal unsere Schule. Dann können wir hier auf alle Fälle schon mal Häuser herbauen und hier auch und vielleicht sogar auf der anderen Seite vom Fluss. So, da dann brauchen wir ein. Ganz wichtig, die Leute wollen ja einkaufen, ein Einkaufszentrum. Habe ich mir da was mal runtergeladen? Ich glaube ja. Schauen wir erst einmal, was das Spiel anbietet, weil ich habe schon gemerkt, das eine oder andere gibt es tatsächlich neu, das ich noch nicht kenne, das ist dazugekommen. Kinderwartung, wo haben wir es denn? Bäume, Zubehör, Lebensmittel, Pflanzen, Alkohol. Hier, Lebensmittel und Einkaufen. Da haben wir es. Lebensmittelmarkt, der ist recht klein. Kleines Einkaufszentrum, finde ich ganz witzig. Mehr gibt es nicht. Okay. Haben wir denn ein eventuell größeres Einkaufszentrum, Geschäft? Oh ja, haben wir. Oh, Kaufland. Stimmt, habe ich mal runtergeladen. Einkaufszentrum 280, 432 Leute. Okay, da gibt es also richtig was Großes. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Schaut eigentlich ganz cool aus. Jetzt müssen wir mal schauen,
Ja, genau das ist es. Ich würde mir natürlich schon die Anlieferung mal freilassen. Das bedeutet, wir können ja hier bei uns im Einkauf, in unseren Einkaufszentren. Oh, das finde ich auch nicht schlecht. Ah, ist ja fast, ist mir fast ein bisschen zu groß. Es gibt bei unseren Einkaufszentren, da kaufen die Leute ein. Hier steht hier: Essen, Elektronik, Kleidung und Fleisch. Und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt, das ist natürlich der Witz an der Sache, möchte ich das irgendwann einmal alles selber anliefern. Deswegen müssen wir uns eine Anliefermöglichkeit freihalten. Weiß ja nicht, ob das per LKW kommt oder vielleicht sogar mit einem Zug, also mit einem Güterzug. Mitten in der Stadt weiß ich es noch nicht, ob es Sinn macht, aber ich würde sagen, hier stellen wir mal unser Einkaufszentrum hin. Vielleicht nutzt man so, das ist ein bisschen arg weit. Ich finde es schon wieder furchtbar, dass die Straßen nicht so gerade gebaut sind. Ja, da bin ich immer recht ekelhaft, was das angeht. Okay, stellen wir es mal da her. Wunderbar. Dann ziehen wir mal wieder ein paar Straßen. Vielleicht Bahnübergang nicht erlaubt. Hier ist kein Bahnübergang. Was ist denn das schon wieder für ein Käse? Also manchmal verstehe ich das Programm wirklich nicht, aber okay. Ah, ich brauche meine Hilfslinien. Logisch. Ja, ohne Hilfslinien geht ja gar nichts. So. Wunderbar. Und dann oben lassen wir mal auf, damit wir da eventuell wirklich was liefern können. So oder la. Schaut ja schon ganz gut aus. Kölner Innenstadt, ne? Sagen wir dazu. Kölner Innenstadt. So. Okay, steht irgendwas da, aber es ist auf alle Fälle eine Anlaufmöglichkeit gegeben. Das ist schon mal wichtig, auch für Busse. Und dann bauen wir auch gleich die Wege wieder dazu. Habe ich eigentlich, Moment mal, ich muss mal schnell schauen. Man hat ja hier seine Schnell. Ah ja, ich habe mir auf 1 tatsächlich schon den Weg gelegt. Okay. Machen wir das vielleicht einmal so. Oh ja, das ist super. Aber die Leute müssen natürlich, brauchen natürlich Eingänge. So, auf der anderen Seite die Straße. Da machen wir dann vielleicht nur einen Fußweg. Das ist kreiselig. Das gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir ganz gut. Okay, so ist es ganz okay. Wunderbar. 9 Millionen haben wir noch. Wir haben noch gut Geld. Also müssen wir nicht Angst haben, dass uns irgendwie was davon läuft. Sehr schön. Okay. Dann ist jetzt die Frage wegen der Busstation. Ich meine, gegenüber von der Kirche wird es vielleicht sogar Sinn machen. Entschuldigung. Ich werde mir ganz kurz schnell einen Schluck Tee nehmen und wir schauen uns das in Ruhe mal an. Ja. Jetzt ziehen wir erst einmal die Straßen ein bisschen weiter. Ich glaube, dann tut man es ein bisschen leichter. Weil wir haben ja Straßenkomplex gewählt, deswegen. Müssen wir schauen. Ich bin überhaupt kein Fan von irgendwelchen Doppelstraßen, weil ich schon glaube, dass wir zurechtkommen. Wenn wir irgendwann einmal damit nicht mehr zurechtkommen sollten, dann können wir das immer noch irgendwie bauen. So, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Dann bauen wir hier hinten einmal noch ein bisschen weiter. Ja, Moment einmal, da sehe ich schon was. Da haben wir hier so ein bisschen. Da ist ein Hügel. Muss ich fast einmal schnell schauen, weil ich gerade nicht weiß, wie das funktioniert. Das nehme ich so selten her. Man kann sich da bestimmt die holen. Ich glaube, es geht hier, gell? Ja, hier. Ah ja, man sieht schon. Richtig, hier ist ein bisschen, da ist ein kleiner Hügel. Können wir den wegmachen. Geländewerkzeuge.
Gelände ebnen. Geht? Ja, es geht. So, jetzt wunderbar. Ja gut. Es hat nicht viel Geld gekostet. Gut, da bin ich auch froh. Vermessungswerkzeug. Oh, das ist auch neu. Ah, das ist ja geil, man kann tatsächlich. Bin ja ganz witzig. Vermessungswerkzeug. Okay. Wusste ich noch gar nicht. Gut, dass ich weiß, dass wir es haben. Hier ist auch noch ein kleiner Hügel. Vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz. Einmal zum Fluss hin muss man vorsichtig sein. Jetzt haben wir die Straße schon gebaut. Okay, da können wir jetzt nichts mehr dann ändern. Dass wir hier noch. So, jetzt auch. Ah, gut, den Fluss eigentlich nicht irgendwie ändern, aber okay. Sehr schön. Ja, das glaube ich passt. Okay, dann können wir hier unsere Straße weiterziehen. Ah, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Gut. Hier machen wir das auch. Oh ja, ich bin so. Ah, ja, ich liebe das. Das Kerzenklar, die bauen. Ist nicht toll. So, und dann würde ich sagen, machen wir aber trotzdem hier auch nochmal. Machen wir hier die Querstraße rüber. Man geht jetzt hin, weil der Weg, glaube ich, hier würde natürlich Sinn machen, ne? Damit den Weg hier weg. Und ja, das machen wir. Straßen kann man nicht viel genug haben, dann verteilt sich der ganze Verkehr auch so ein bisschen, wenn wir wirklich mehr Verkehr hätten. Und dann schauen wir mal, ob wir. Der DJ Nick, der genaue. Ja, sehr schön. Seht ihr? Supi. Super. Okay. Und eigentlich müssen ja die Kinder von der Schule in die Kirche kommen, die sollen aus. Ja, machen wir hier noch. Ah, geht nicht. Ja, machen wir hier so. Das ist okay. Ja, ist okay. Manchmal darf es ein bisschen schräg sein. Gut, okay. Sehr schön. Machen wir die Höhen mal wieder aus. Brauchen wir nicht mehr. Wunderbar. Stück für Stück entsteht. So, also, haben wir schon mal Kindergarten, Schule, wir haben unser Einkaufszentrum, wir brauchen eine Kneipe, die brauchen wir auch. Unglücklicherweise wollen unsere Leute tatsächlich ab und zu einen heben, Alkohol, da haben wir so, Strandcafé, nein, eine Kneipe, die kleine Kneipe an unserer Ecke, in unserer Straße, oder wie war das? Müssen wir schauen. Kommt weg von der Schule. wir werden aber jetzt hier so das erste Wohngebiet herbauen. Ja, ich will es jetzt eigentlich wirklich nicht an der Schule haben. Ist mir voller Ernst. Vielleicht können wir es. Ja, da wollte ich freilassen wegen der Zulieferung. Machen wir noch später. Was brauchen wir denn eigentlich sonst noch? Muss ich mir jetzt direkt einschauen. Also einkaufen haben wir jetzt einmal. Kneipen. Sport brauchen wir noch, jawohl. Ach, heute und Kultur brauchen wir noch. Hier, Kino. Schaut denn das aus, das Kino? Ja, gar nicht so schlecht. Schaut gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich habe auch was im Mod. Schauen wir mal ganz kurz. Kino, was haben wir denn da? Kino International. Kino, maximale Besuch 150, manchmal 70. Ne, dann nehmen wir das größere. Ui, der ist ja ganz schöner Bau. Dann haben wir den, wie viel hat denn das? Auch 150. Da gefällt mir das fast besser, muss ich ehrlich sagen. Schaut denn das aus? Oh, ganz cool. Ja, gefällt mir eigentlich fast besser. Jetzt, das ist genau das Verrückte, wenn man leider die Wege manchmal zufraut. Jetzt kann ich es da nicht hinstellen. Warum kann ich es da nicht hinstellen? Also warum schließt er da die Straße nicht direkt an? Weil da dieser Weg ist. Wenn dieser Weg nicht wäre, würde er das jetzt hier anschließen. Und deswegen müssten wir jetzt leider den Weg hier wegmachen. Dann macht er die ganze Straße weg. Also, die haben das Echtzeitenpatch geändert und da bin ich ein bisschen verärgert, weil sie haben es sehr unglücklich geändert.
So, aber gut. Jetzt beschweren wir uns mal nicht. Seht ihr es? Und dann geht es auf einmal. So. Steht das gerade? Ja, das steht gerade. So schaut es auch gut aus. Machen wir es näher hin. Jeder Meter, den die Leute nicht laufen müssen, kommt uns zugute. Hier in der Innenstadt. So, passt. Finde ich super. Bauen wir hierher. Lass mich mal kurz bauen, damit ich immer weiß, wie es aktuell mit dem Geld hier oben ausschaut. Müsste man schon immer auf dem Laufenden bleiben. Oh ja, das gefällt mir ganz gut im Moment. Sehr schön. Deko, Bäume und so weiter machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ist völlig klar. So. Okay, Kino steht auch. Jetzt können wir von mir aus wieder die Wege hier bauen, weil ich glaube, jetzt bauen wir nichts mehr anders. Dann können wir das tatsächlich so machen. Ja. Na, das gefällt mir nicht. Dann bleibt es nur bei dem einen Weg. Und hier, ja, machen wir auf alle Fälle den hier. Und den können wir jetzt wahrscheinlich nicht machen, oder? Können wir dann einen zweiten Weg herbauen? Nein, können wir nicht. Dann bleibt es nur ein Weg. Gut, sehr schön. Dann, ja, hätte ich schon gesagt, bauen wir hier nochmal eine Straße runter. Okay, das hat man nicht so gut. Ja, er legt wieder den. Jetzt passt es, oder? Ja, perfekt. Wenn es passt, immer gleich bauen. Gar nicht lang rumtun, sondern immer gleich bauen, weil dann ist baut und dann. Sehr gut, sehr schön. Dann können wir hier mal ein paar Bäume und so weiter, das alles ein bisschen bepflanzen, das wird dann schon toll. Super, okay. Und das heißt also, hier in diesem können die Leute relativ gut laufen. Was wir jetzt noch brauchen, und das ist mega wichtig, ist unser Bahnhof. Da müssen wir mal schauen, wenn wir also hier oben die Kurve machen und von hier oben, seht ihr es hier ganz oben, hier runterkommen, wird sich natürlich anbieten, dass wir relativ gerade machen, dann verlieren wir nicht so viel. Jetzt schauen wir uns mal an. Was halt ganz schlimm ist, finde ich wirklich, zeige ich jetzt gleich mal, diese Bahnhöfe für Bürger, Bahnhöfe, U-Bahn-Station. Wir brauchen aber keine U-Bahn. Wir brauchen schon einen gescheiten Bahnhof und da gibt es halt nur den. Schaut natürlich schrecklich aus, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen habe ich mir auch da, habe ich mir mal was runtergeladen. Und zwar gibt es hier diese Holden Station. Das fand ich total spannend. Holden Station, zwei Plattformen. Ich glaube, der hat vier Plattformen. Jetzt ist die große Frage, also schaut cool aus, ne? Richtig cooler Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof, sage ich da nur dazu. Und ich denke, wenn man jetzt hier rum dann die Wohngebiete bauen, können die Leute alle zum Bahnhof marschieren. Es wäre mir natürlich ein Kopfbahnhof fast noch lieber, aber den haben wir nicht. Das heißt, wir müssten hier mit ein bisschen Abstand bauen. Damit man dann mit den Gleisen. Ich meine, die können natürlich durch die Stadt fahren. Das wäre jetzt überhaupt kein Problem. Aber es wäre wahrscheinlich doch vernünftiger, dass wir uns da mal den Platz lassen. Also, dass wir den wirklich hier herstellen. Ja. Gefällt mir noch nicht so richtig. Wäre noch nicht warm damit. Haben wir den da noch für einen? Ach, das ist ja auch ein bisschen schönerer, aber es ist eher so ein Landbahnhof. Hier Holden Station, Reverse, weiß ich nicht, was er damit meint. Oder hier nur mit zwei Gleisen. Reichen uns die zwei Gleise? Es könnte natürlich sein, dass uns eigentlich vorerst die zwei Gleise reichen. Was brauchen wir denn sonst noch, mal davon abgesehen, ist jetzt die Frage. Später, Sport brauchen wir noch. Ja, ganz wichtig. Schwimmbad, Hallenbad, Sporthalle. 105 Leute, man soll jetzt natürlich immer ein bisschen. 22 Leute, Hallenbad.
so, das ist aber eher für Touristen, so wie ich das hier sehe. Maximale Anzahl von Besuchern, das ist für Tourist. Sporthalle ist gut. Sporthalle. Naja, Sporthalle würde ja eigentlich auch Sinn machen, wenn der irgendwo an der Schule ist, ne? Vielleicht doch hierher. Sporthalle hat auch keinen Zugang. Ist komisch. Das finde ich echt seltsam, dass die keinen Straßenzugang haben. Haben sie den jetzt vergessen? Dass man vielleicht hier Sporthalle gegenüber oder da. Das gefällt mir da fast besser. Warum, sage ich euch jetzt gleich. Sporthalle. Gefällt mir das. Art der Attraktionspool und schnell erwartete Besucherbewertung. 2,5 Sterne. 2 Sterne. Was hat denn der Fußballplatz? Den brauchen wir auf alle Fälle auch noch. 4 Sterne Strand. Damit können wir im Moment nichts anfangen. Ja, wir bauen die Sporthalle. Die habe ich noch nie gebaut. Vielleicht mit der Öffnung hier nach vorne. Hier der Weg rüber, finde ich ganz gut. So. Ja, und jetzt habe ich ihn auch schon hier gebaut. Und dazu noch einen, natürlich einen Fußballplatz, ganz klar. Dann ist das unser Sportbereich hier. Einen Fußballplatz und einen. Oh, der ist ja. Das schaut ja noch cooler aus. Bringen wir da vielleicht beides noch hin? Ich will es jetzt nicht zu eng bauen, also ein bisschen Luft müssen wir schon lassen. Ja, finde ich jetzt okay so. Wunderbar. Dann könnte man tatsächlich hier nochmal. Straße runterziehen. Ja, und hier dann natürlich auch. Ah, ist jetzt nicht ganz. Ah, Mist. Das ist schief. Mann, das mit diesen blöden Ankerpunkten. Ich ärgere mich jedes Mal. Muss ich ehrlich gestehen, ich habe im Forum nochmal versucht, irgendwie rauszufinden, ob es da irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt. Nein, das gibt es nicht. Das haben die vom Programmierer so vorgegeben. Es gibt die Möglichkeit, dass wir es eben so machen. So, da muss man ein bisschen spitzfindig sein. Jetzt können wir die Straße gerade ausziehen. Jetzt. Ja, dann haben wir da so ein kleines Ding drin. Aber gut, okay. Manchmal darf man nicht zu engstirnig sein, sondern man muss es einfach so lassen. Gut, sehr schön. Dann haben wir auch unseren Sportbereich schon. Braucht ein bisschen. Ja, ich meine, noch haben wir nicht viel verbraucht, eine gute Million, aber die haben wir ja auch schon viel gebaut, aber trotzdem, also. Ja, einen Bahnhof brauchen wir noch. Wir brauchen noch einen Bahnhof. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. War es jetzt mal wieder. Hier sehen wir schon das Erste. Es dauert noch ein bisschen, bis alles richtig läuft und bis wir dann unsere ersten Leute einziehen lassen. Und dann steigt natürlich die Spannung, ob denn auch alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Danke, sagt der DJ Nick, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr kniffelt mit. Und ja, bleibt gesund. Ne? Schaut wieder rein. Danke für ein Like und ein Abo.
Bleibt servus. Jetzt wollte ich nur mal sagen, bleibt gesund. Bleibt gesund, ja. Schadet ja nicht.